Hallo Leute, heute werde ich euch was zeigen, was ihr hoffentlich nicht nachmacht, weil es überhaupt keinen Sinn macht und es unnötig gefährlich ist und das Ergebnis, wette ich mit euch, nicht so gut sein wird wie das, was ich euch schon mal hier auf dem Kanal gezeigt habe. Nicht lang sabbeln, ich zeige euch, was mir aufgefallen ist. Es hat was mit einer Kreissäge zu tun. Den Kanal werde ich euch auf jeden Fall verlinken. Schaut unbedingt bei ihm vorbei und lasst ein bisschen Liebe da. Und zwar geht es um diese Stelle hier. You make a cut the width of the saw blade curve, but stop before you get all the way through and then flip that board around. That gives you a surface that you can press your board against and use the saw blade like the blades on a jointer. It's kind of hard to explain. I hope that makes more sense visually than it does coming out of my mouth. Macht das nicht. Ich zeige euch was Besseres, was besser funktioniert und nicht so gefährlich ist. Moment. Ich habe jetzt ein ganz, ganz gruseliges Setup. Hier haben wir das Sägeblatt. Ich werde es mal wie im Video ein bisschen weiter nach unten drehen. Und die Idee ist halt jetzt eben einfach, dass wir unser Material hier vorne vorbeischieben. Der Zahn hier vorne schneidet die Unebenheit weg. Wir drücken das Brett leicht gegen unser Sägeblatt, was dann eine Führung sein soll. Dann kommen wir hinten an den Spaltkeil. Und ohne Scheiß, wenn er das hier ohne Spaltkeil macht, dann feuert dieses doofe Brett brutal nach vorne. Zum Glück hat er an seiner Kreissäge einen Spaltkeil gehabt. Und dann kommen wir hinten raus und wir haben ein, ja, gerades Brett, so scheint es. Ich habe hier ein Stück MDF vorbereitet. Das soll mal ein sägeraues oder rundes Brett darstellen. Und wir schauen jetzt mal, ob wir das mit dieser Technik gerade bekommen. Okay, ich habe eben einen Test hinter der Kamera gemacht. Es hat jetzt doch ein bisschen besser funktioniert als erwartet oder bei dem Versuch vorher. Aber jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Gefahrenpunkte an, die halt einfach definitiv dagegen sprechen. Wie ist so ein Sägeblatt aufgebaut? Relativ simpel. Wir haben unseren Zahn und da haben wir schon das erste Problem. Dieser Zahn ist breiter, als unser Sägeblatt dick ist. Das bedeutet, wenn wir vorne unser Material schneiden, dann haben wir schon so eine leichte Kurve, die wir fahren, weil halt eben hier unser Material übertriebenermaßen gesehen so reingeführt wird, weil wir halt eben hier in so ein Loch fahren. Das hier ist schon nicht so genial, wenn wir mit unserem Holz am Sägeblatt vorbeischieben. Ich habe hier auch wirklich nicht fest gedrückt, aber man muss auch unterscheiden. MDF lässt sich leichter zersparen als so ein Stück Massivholz. Und wenn wir dann halt eben hinten an unser auftauchendes Zahn, an unseren auftauchenden Zahn kommen, dann ist es halt eben dreimal blöd, weil wir halt eben hier wieder mit unserem Schnitt an dem Zahn vorbeifahren. Und dann kommen wir an den Keil und erst dann schneiden wir theoretisch so irgendwie, ja, gerade. Deswegen wird das hier auch nie hundertprozentig gut funktionieren. Ich tue mich ein bisschen schwer, die richtigen Worte zu finden, weil es irgendwie schon funktioniert, aber es halt auch irgendwie so offensichtlich dumm ist, das zu tun. Das Problem ist vor allen Dingen, wenn man jetzt einmal das Ganze an so einem Musterstück an MDF macht, dann ist das okay, das funktioniert. Und wenn man ein bisschen aufpasst, dann funktioniert nicht so viel. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, wenn man das 10, 20 Mal macht, und das kann durchaus vorkommen, wenn man so ein Brett verleimt, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt eben sehr, sehr groß, dass da irgendwas passiert. Und wenn wir halt eben gegen unser Sägenblatt drücken, wo der Zahn nach vorne will und das Material dann eigentlich auch in die Richtung will, das ist eigentlich vorprogrammiert, dass da irgendwas wegfliegt. Vor allem, wir haben in dem Video auch gesehen, das Holz kippelt so stark, dass wir da auch keine gute Leimfuge bekommen. Wenn wir da genügend Druck auf die Schraubzwingen geben, dann wird das irgendwie zusammengehen, aber die Vorrichtung brauchen wir nicht. Ich finde es eigentlich relativ kreativ, dass man überhaupt auf die Idee kommt. Aber dass man überhaupt auf die Idee kommt, sowas zu tun, ist irgendwie auch schon wieder ein bisschen banal. In einem Video vorher habe ich gesehen, dass er eine Tauchkreissäge hat und dann kann man ganz easy peasy so eine Tauchkreissäge nutzen, um eine gerade Kante hier dran zu bekommen. Es ist zwar keine gehobelte Leimfläche, aber es ist eine gerade Leimfläche, die auf jeden Fall besser sein wird als diese Möglichkeit. Das bedeutet, wenn ihr sowas mal zu Hause machen möchtet, dann nehmt euch einfach eine günstige Tauchkreissäge, legt eure Schiene da drauf und schneidet einmal gerade dran vorbei, dann habt ihr einen geraden Schnitt, den ihr später verleimen könnt. Aber jetzt kommen wir zu der Möglichkeit, die ich sogar mal in einem Video vor Monaten und Jahren vorgestellt habe. Und die habe ich auch relativ oft benutzt, wenn ich sowas selber machen möchte. Deswegen mache ich auch wirklich nur dieses Video, weil ich so eine Vorrichtung für so ein Problem mal gebaut habe, wo man nutzen kann, wenn man keine Formatkreissäge hat. Denn das Prinzip von dieser Vorrichtung, wir werden es uns gleich noch anschauen, nachdem ich euch das hier mal gezeigt habe, ist nämlich, dass man eine Formatkreissäge auf günstig sich selbst baut. Weil was macht man mit einer Formatkreissäge? Man kann was irgendwie auf diesem Schlitten festspannen mit Fritz und Franz und kann dann einen geraden Schnitt machen. Ich zeig's euch. Dazu nehmen wir einfach diese beiden Teile. Das legen wir hier dazwischen. Spannen es fest. Das Ding ist richtig fest. Und jetzt haben wir einen geraden Schnitt.
einfach und sicher und es funktioniert so ganz gut. Ihr seht, ich habe mir so ein Ding sogar mal gebaut. Das ist noch in meiner alten Werkstatt. Das ist schon ganz schön lange her. Das ist 4 Jahre her. Und das hier ist die Vorrichtung, weil ich hatte eine normale Tischkreissäge, wollte Bretter gerade schneiden. Also so ein Fall, den ich euch gerade gezeigt habe, wo das nützlich wäre. Aber hier haben wir eine richtig ungerade Kante, weil die ist sägerau. Ich zeige euch, wie die Vorrichtung funktioniert hat. Seht ihr, ich habe das Ding hinten gegen den Keil gedrückt. Klar, man kann jetzt bemängeln, meine Finger sind hier relativ nah dran. Aber solche Schnitte habe ich auch nicht oft gemacht. Normalerweise waren die Bretter breiter. Wenn ihr euch da unwohl fühlt, und das solltet ihr, dann solltet ihr euch hier noch eine zweite Spannvorrichtung wie Fritz und Franz davor bauen. Aber ich habe es halt eben damals so festgehalten. Wir haben es am Sägeblatt vorbeigeschoben, nichts an das Sägeblatt rangedrückt und so hatten wir jetzt einen perfekt geraden Schnitt. Mir ist es ganz wichtig zu betonen, dass ich dieses Thema nur angesprochen habe, weil ich eine bessere Möglichkeit vor Jahren schon gezeigt habe in einem Video. Und deswegen wollte ich euch nur noch einmal kurz zeigen, dass man keine Formatkreissäge braucht. Wenn man solche Schnitte ausführen möchte, wenn man so Schnitte ausführen möchte, sollte man sich einfach die gezeigte Vorrichtung nachbauen mit einer Verbesserung, dass man mit den Fingern nicht so nah an das Sägeblatt rankommt und nicht sowas ausprobieren, wie ich gerade gemacht habe. Weil das ist nicht sicher, ihr quält unnötig eure Maschine und es kann halt eben viel mehr passieren und es ist einfach nicht gut. Macht das nicht nach, also ohne Scheiß. Wie gesagt, mir ist es ganz wichtig zu betonen, ich zeige nicht mit Fingern auf Leute und sage, hey, ihr habt nicht viel Equipment und ihr probiert irgendwie aus, euer Projekt zu realisieren und kommt halt eben über diese Möglichkeit etwas umzusetzen. Mir ist es wichtig, dann halt eben eine Alternative zu zeigen, wie es sicher ist und auch vor allen Dingen besser. Weil die Schnittqualität hier war nicht so ideal und das ist einfach keine gute Lösung. Also Leute, beim nächsten Video bauen wir wieder was Richtiges und bis dahin sage ich Tschüss.